Ja, jetzt wollte ich Sie auf einige Projekte hinweisen, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind, die vielleicht nützlich sein könnten für Sie, wenn Sie gerade mit diesem Thema mal zu tun haben. Die Kurse sind hier durchnummeriert, die Nummern spielen eigentlich jetzt nicht so eine große Rolle. Da haben wir zum Beispiel die Programmierung von DirectX-Befehlen. Das ist allerdings relativ alt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch aktuell ist. Egal. Bitte verzeihen Sie, wenn diese Links in meinem Skript nicht mehr gültig sind. Sie sehen, da steht noch FH Lübeck. Die habe ich nicht aktualisiert, weil es im Grunde da auch keine speziellen Seiten gibt. Da weise ich Sie jetzt auf einen anderen Link hin. Sie finden praktisch in meiner Homepage finden Sie unter Projekte C-Sharp-Projekts weitere C-Sharp-Projekte, finden Sie genau hier die entsprechenden Informationen mit einem Link, mit allen weiteren Dateien, die Sie dazu brauchen könnten. Also DirectX, wer also mit 3D-Zeichnerei mal zu tun haben will, muss hier mal reingucken. Dann gab es mal eine Diplomarbeit. Damals noch von einer Chinesin, Frau Yan'an Shen, hat eine MySQL-Datenbank mit C-Sharp angesprochen und da ein kleines Programm geschrieben. Diese Diplomarbeit in Englisch natürlich ist verfügbar, wenn Sie auf meine Seite gucken. Das ist hier unter MySQL hinter diesem Link in einer ZIP-Datei verborgen. Dann haben wir natürlich mehrere AD-Karten im Labor und die natürlich mit C-Sharp angesprochen. Da gibt es die ME4660-Karte, die liegt im Preis so bei 500 bis 600 €. Die kann natürlich extrem schnell samplen, also mit einer Millisekunde Samplerate hat die überhaupt kein Problem. Und also hat Samplezeiten von 12-Bit-Werten im Bereich 25 Mikrosekunden. Diese Karte, also ist bei uns im Labor mehrfach vorhanden und das Interface, wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, finden Sie dann hier hinter diesem Link mit entsprechender weiterer Information. Das gleiche für AD-Karten von National Instrument, also in meinem Skript ist das hier noch ausführlicher dargestellt. Da muss man natürlich mit NI-Karten von National, da muss man jetzt große National-Dateien downloaden. Also da sind einige Vorbereitungen zu treffen, die aber zu dieser Karte dazugehören, die Ihnen dann natürlich von National Instruments gesagt wird. Und es kommen auch dann diverse DLLs hinzu, die Sie dann in Ihre Programmstruktur mit hinein referenzieren müssen. Und dann wird hier ziemlich genau beschrieben, wie diese Geschichte dann zu programmieren ist. Auch dieser Link ist falsch. Gehen Sie bitte dann wieder auf meine Seite hier. Die habe ich aktualisiert. Da finden Sie die entsprechenden Daten, die Sie auch im Moodle-Kurs schon finden. Also auch im Moodle-Kurs sind Informationen verfügbar. Da müssen Sie hier in den Abschnitt Projekte gehen. Da sehen Sie Diashow-Programm, Chart 2D ist hier noch drin, Mylos. Die gleichen Dinge, die Sie hier finden, sind auf meiner Seite veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie später mal hier nicht mehr reinkommen, auf meiner Seite werden Sie die immer finden. Die ist wirklich nur für alle. Die gibt es nicht mehr. Komma-Problem, transparenter Text, Chart 2D als Scope. DirectX habe ich eben gesagt, MySQL habe ich eben gesagt, NI-Karten. Genau, jetzt gibt es noch also einige weitere Hardware, die ich angeschlossen habe. Hier Peak Tech 4360 und Power Supply. Da zeige ich Ihnen im Skript noch ein paar Informationen und in meiner Seite sind auch hier entsprechende Links zu finden, wie Sie dieses Multimeter und diese Power Supply mit C-Sharp programmieren und auslesen können. Im Paper ist das ein bisschen weiter unten. Da gehen wir mal hin. Zu Kurs 27 sage ich gleich noch was. Jetzt da kommen einige Einschübe. Das heißt, was jetzt hier kommt, ist relativ unstrukturiert, ist einfach gewachsen, einfach nach und nach entstanden. Aber
Trotzdem also ein schneller Blick drauf. So sieht zum Beispiel ein Multimeter aus, das gar nicht mal so teuer ist. Das ist hier irgendwie was mit 40, 50 Euro. Kommt mit der seriellen Schnittstelle daher und die kann man natürlich auch mit unserem USB-RS-232-Interface ansprechen. Und wie das geht, um dieses Instrument auszulesen, wird hier beschrieben. Also er hat sich auf COM4 hier eingeloggt, dieses Ding. Und dann muss man halt auf 600 Volt, 7 Datenbits, 2 Stopbits schalten. Ganz wichtig, der zieht seine Spannung. Da ist natürlich kein Spannungswandler drin, kein Max 232 drin. Sie müssen das DTR-Signal auf True setzen, DTR-Nebel auf True setzen. Dann kommt aus diesem Signal eine 5-Volt-Spannung raus und damit wird dann quasi die RS-232-Schnittstelle versorgt. Und in einem kleinen Programmbeispiel können Sie hier dann die Daten des Multimeters auslesen in eine Textbox und damit dann mit Ihrer entsprechenden Textbearbeitung dann weiter nette Dinge machen. Hier hatte ich mal ein Digitalvoltmeter für 40 Euro gekauft, das auch über eine RS-232 verfügt. Das sieht schon ein bisschen veraltet aus, ist auch veraltet. Da hatten wir das Problem, dass wir das Protokoll überhaupt nicht verstanden haben. Das kam natürlich ohne irgendwelches Protokoll, irgendein Chinesengerät. Da haben wir lange versucht herauszufinden, wie da die Daten zu verstehen sind. Und dann haben wir irgendwann doch eine Information gefunden, irgendwo im Internet. Man googelt sich dann ja die Finger wund. Dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch, der diese Schnittstelle programmiert hat, einfach entsetzlich faul war, nichts anderes gemacht hat, als das Signal, was zur LCD-Anzeige ging, hat er einfach auf die serielle Schnittstelle geballert. Das heißt, auf der seriellen Schnittstelle wird gesagt, welche Segmente an und welche aus sind. Und diese Information, die muss man nun rückwärts wieder zusammensetzen, um daraus eine Zahl zu machen. Das haben wir alles mal gemacht. Es gibt also ein kleines Projekt, wo das der Fall ist, wo wir viel Zeit reingesteckt haben. Und dann wird auch noch ganz merkwürdigerweise das so kodiert, also die Schnittstelle ist gruselig. Im ersten 4 Bit eines Byte steht eine laufende Nummer und im zweiten 4 Bit dieses Bytes steht dann die Daten. Das heißt, da wird eine 8-Bit-Zahl aufgeteilt in eine 4-Bit-Adresse. 1, 2, 3, 4 bis E und eine 4-Bit-Daten. Und die 4-Bit-Daten sind dann halt, welches Segment ist an und welches Segment ist aus. Also verrückter kann man eine Schnittstelle nicht machen. Ja, und dann, da habe ich aber jetzt Ihnen nicht zur Verfügung gestellt, weil ich glaube, das Instrument gibt es auch gar nicht mehr. Nur als Beispiel für Komplexität von Schnittstellen. Wenn der Sender faul ist, muss der Empfänger umso mehr Arbeit leisten. Na, hätte er sich da ein bisschen Gedanken gemacht und einfach die Temperatur mal rübergeschickt, dann wäre alles gut gewesen. Ja, interessant ist vielleicht noch die Power Supply HCS 3202. Das habe ich mir privat mal gekauft. 36 Volt, 10 Ampere, Strom und Spannung regelbar. Und eben eine Schnittstelle. Mit einem USB-Kabel wird es geliefert und dann stellt man fest, dieses USB-Kabel ist nichts anderes als ein emulierter COM-Port. Und da braucht man also quasi hier einen Treiber, einen CP210-Treiber. Und dann wird automatisch dieses Gerät über einen Serial-Port angesprochen. Hier sind die Daten in der Dokumentation, die Sie auch auf meiner Seite hier finden können. Hinter diesem Link sind dann entsprechend die Befehle und Informationen wiederzufinden. Ich habe das hier mal gemacht. Also man kann mit GetS kann man die aktuelle Spannung abfragen. Man kann natürlich auch mit Set die Sollwerte verstellen. Das heißt, man kann es komplett fernsteuern. Man kann aber auch komplett auslesen, wenn ich 10 Volt angeschaltet habe, wie groß ist der Strom, der gerade rausfließt. Das ist also, hier Sie sehen, meine Oberfläche von meiner
Konsole, ne? Von meinem Konsolenprogramm. Und das Beispiel finden Sie dann auch entsprechend auf der Internetseite von mir. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das hatte ich ja schon angedeutet, die Wellemann-Karte gibt's, oder als ich dieses letzte, ich habe jetzt seit einem Jahr nicht mehr geguckt, da gibt es sie tatsächlich auch nicht mehr, aber ich gucke mal schnell nach. Und siehe da, Google schmeißt hinter Wellemann 8055 sofort raus von Reichelt, na, die große Elektronikversand da bei Wilhelmshaven. Können Sie das Ding noch für 37,35 bekommen? Und das ist also wirklich schon 30 Jahre alt, das Ding, aber immer noch aktuell. Und Sie können das über ein USB-Kabel bedienen. Und dazu brauchen Sie die DLL, die ich Ihnen in dem Kurs 15 schon zur Verfügung gestellt hatte. Damit lässt sich dann alles sauber installieren. Sie müssen nur darauf achten, das Programm muss in einer 32-Bit-Version gezwungen werden. Und hier sehen Sie als Beispiel, wie Sie jetzt in dieser K8055D.dll, die müssen Sie eben haben, jetzt die entsprechenden Befehle in Open Device, Close Device, Set Digital Channel und so weiter entsprechend einstellen, wo Sie dann quasi komplett AD-DA-Wandlung, allerdings eben nur in 8-Bit-Auflösung und 8 digitale Input-Output-Verbindungen, ja, für ganz einfache digitale Interface-Geschichten lässt sich das also gut benutzen und ist ja wirklich auch dann extrem preiswert. Ja, bleibt noch Sie darauf hinzuweisen, dass es ja zwei große Projekte gibt, für die es bei mir extra Seiten gibt. Das REC-C-Sharp und das WinDF-C-Sharp. Das REC-C-Sharp ist quasi analoge Simulation von dynamischen Systemen und WinDF-C-Sharp, da geht es um digitale Filter und Regler. Das brauche ich eher in der Mastervorlesung Identifikation und digitale Regler. Und das ist für die Regelungstechnik oder Control System 1 Vorlesung gedacht, um einfache Simulationen zu machen. Ich mache es einfach mal auf. Auch da finden Sie komplett den Source Code von dieser ganzen Geschichte mit allen möglichen Realisierungen. Zum Beispiel können Sie da mit der Maus eben aus solchen Signalflusselementen sich da so einen Signalflussplan zusammenschalten und dann die Sprungantwort hier kann man nicht so gut sehen, Sprungantwort und das Bode-Diagramm darstellen. Alles mit Char 2D übrigens. Und Sie können damit auch Regler auslegen. Ja? Ein 28-minütiges Demo-Video ist auch auf YouTube verfügbar von diesem Ding. Das lauffähige Programm finden Sie hier hinter. Es ist alles hier ein bisschen in Englisch, weil ich natürlich auch für amerikanische Studenten das gemacht habe. Der Source Code ist hier abgelegt. Ein Dokument finden Sie hier, nicht die aktuellste Version. Einige einfache Beispiele hier und kompliziertere Beispiele dort. Aber hier finden Sie dann tatsächlich einen Source Code, der insbesondere auch in C-Sharp sehr komplizierte Datenstrukturen realisiert. Das sind alles Listen natürlich von Blocktypen, die also variabel sein können. Also das ist schon anspruchsvoll, diesen Source Code zu lesen. Hat übrigens zum großen Teil ein Student in einer Bachelorarbeit umgesetzt. Der Ursprung dieses Programms heißt RecDelf und kommt von meinem Ex-Kollegen Professor Bederke, der schon lange im Ruhestand ist, dem aber die Erlaubnis gegeben hat, seinen Pascal-Source-Code umzuändern. Ja, another big project is the WinDFC-Sharp Project. Look on this page. Ach, jetzt habe ich schon wieder auf Englisch, weil das ein englischer Text ist. Gucken Sie sich diesen Text hier an. Das ist das Programm für digitale Regler und Filter. Laufversion hier, Dokumentation hier, den Source Code finden Sie hier. Dann können Sie sich ja mal angucken, was das Ding alles kann. Wir machen das einfach mal auf und gucken da kurz mal rein, was da an Ideen vielleicht zu klauen ist. Wenn man das öffnet, dann ist zum Beispiel ein Interface zum Regal Scope DS1074B eingebaut. Das heißt,
dieses Scope können Sie mit Ethernet, mit TCP/IP anschließen, connecten über eine IP-Nummer und dann können Sie gespeicherte Werte auslesen und in diesem Programm weiterverarbeiten. Zum Beispiel Sprungantwort mit dem Digital Scope samplen, hier reinlesen und hier mit einem Identifikationsprogramm ein Modell identifizieren. Auch hier gibt es eine Taste, das startet mit englischer Version und man kann auf eine deutsche Version umschalten. Also was zum Beispiel zu zeigen wäre, ist mehrere Geräteanschlüsse. Wir haben auch einen Anschluss an der Scope Unit unterstrich T drin zum frequenzkranken Messplatz in unserem Hause und zu einem noch etwas veralteten Philips Scope, das über eine RS-232-Schnittstelle angeschlossen wird. Das ist ein Praktikumsversuch, den Sie ja dann noch machen werden. Dann kann man hier also zum Beispiel ein digitales Filter definieren mit den Koeffizienten des Filters und das können Sie hier dann über eine angeschlossene AD-Karte bis eine Millisekunde Uptime-Zeit und langsamer ablaufen lassen. Und Sie können das Bode-Diagramm dann auch entsprechend anzeigen, berechnen lassen. Also das sind Sachen, die hier vorgesehen sind, als wichtigste Echtzeitfunktion vielleicht eine Echtzeitregelung mit adaptivem Regler. Da sind also alles Verfahren drin, die ich in der Mastervorlesung erkläre und dann kann man mit diesem Programm das entsprechend dann austesten. Hier ist übrigens auch der Datalogger zu meinem Digitag drin, also wo dann tatsächlich die LCD-Segmente zurückübersetzt werden in eine Zahl, sodass man da tatsächlich manchmal auch Temperaturen mitmessen kann. Identifikationsmöglichkeiten ohne Ende, auf die gehe ich nicht ein, weil das hat jetzt mit C-Sharp nichts zu tun. Was man vielleicht im Hintergrund wissen sollte, in dem Source Code finden Sie zum Beispiel eine Matrix-Inversion als Modul. Wenn Sie das jemals brauchen, gucken Sie in dieses Programm rein, da ist sie drin, können Sie sich rauskopieren. Und im Identifikationsprogramm, Nullstellensuchprogramm, ja, ist drin. Das heißt, ein Verfahren, das für beliebige Polynome die Nullstellen sucht, die auch komplex sein können, wobei die Koeffizienten sogar auch komplex sein können. Also dieses Verfahren habe ich irgendwo gefunden. Das SILDIAC-Verfahren ist programmiert in C#. Wer es braucht, kann sich das da auch rausschnibbeln. Und Sie können hier analoge Filter definieren mit einer Übertragungsfunktion und daraus ein digitales Filter machen. Mit Verfahren, die ich auch in der Mastervorlesung dann näher erläutere. Also Sie sehen, ein riesiges Feld von Applikationen sind schon erstellt worden von mir in C#. Zum Teil auch mit Hilfe von Studierenden, die dann Projekte damit gemacht haben. Aber das ist alles jetzt verfügbar und Open Source und kann man benutzen, wenn man will, kann man aber auch lassen. Ja, ein letztes in diesem Video, worauf ich hinweisen möchte, ist das Speichern von Programmparametern permanent. Man kann natürlich immer eine Datei erzeugen, indem man Initialisierungsdaten abspeichert, eine Textdatei. Wie man eine Datei lädt und speichert, haben wir gezeigt. Aber hier sehen Sie zum Beispiel auch ein Programmstückchen, mit der Sie ein Unterverzeichnis erzeugen können und in diesem Unterverzeichnis ein Textprogramm, das Sie dann entsprechend dann belegen mit Initialisierungsdateien. Also wir hatten zum Beispiel, ja, jetzt muss ich drangehen. Bei dem Regal-Scope war es so, dass wir die IP-Nummer abspeichern wollten. Wir haben da 6 Arbeitsplätze, 6 Scopes, alle haben eine eigene IP-Nummer und ich sollte auf jedem Rechner sollte diese Nummer für diesen Platz gespeichert werden, damit man die nicht jedes Mal neu eingeben muss. Und das haben wir dann in so einem Regal-Init-IP-Text abgespeichert. Nur das Ganze wird dann
unschön, weil jetzt auf jedem Rechner jetzt so ein Unterverzeichnis C WinDF dann erzeugt wird und da ist dann die Datei drin und das ist natürlich auch irgendwo, also elegant ist es nicht, so dass jetzt die tatsächliche Lösung über die Registry geht. In dem Buch vom Kühnel ist alles an Code-Snippets gegeben, dass Sie auch im Kurs finden, in den Code-Snippets. In dem Kurs Numero, ach, da gibt es gar keinen Kurs, ich glaube, das ist 30, wie Sie Daten in die Registry reinschreiben können. Die Registry ist ja eine Datenbank von Windows und wird permanent auf dem PC gespeichert und da können Sie eigene Items anlegen und dann in diese Items Daten reinschreiben. Und was für die User zugänglich ist, ist der HKEY Current User. Und dort haben wir dann zum Beispiel hier einen Unterverzeichnisnamen IP-Adresse angelegt. Wenn der nicht angelegt wird, wird er angelegt. Und da schreibt man dann in diesen Registry schreibt man das dann rein. Diese Geschichten sind in meinem Programm WinDF also realisiert worden. Zusätzlich ist dort sogar auch noch realisiert worden, dass Reglerparameter eines PID in der Registry abgespeichert werden, so dass ich jetzt PID-Daten von meinem einen Tool, Rec-C#, in das andere Tool, WinDF, übergeben kann, ohne dass ich da Dateien laden und speichern muss, sondern ich drücke da eine Store-Taste in dem einen Programm und eine Recall-Taste in dem anderen Programm und dann werden die Daten quasi über die Registry übergeben. Also das, wenn man das braucht, kann man sich da diese Code-Snippets hier angucken. Das geht also sehr problemlos. Im nächsten Video kommt dann der letzte Teil des Teil 1 Windows Forms. Das ist das Ansprechen von I²C-Bus. Interface, also I²C-Bus-Bauteilen von Windows aus. Das gibt's dann im nächsten Video.